Herzlich willkommen zum FC Stammtisch Sommer Special. Ja, vielen Dank. Volle Hütte hier in der Laterne, wo wir heute zusammensitzen in der Laterne in Hürth-Efferen, nur einen Steinwurf entfernt vom Gleisbockheim. Also man muss gut werfen können, aber wir haben ja gerade Olympia. Also die Leute, die würden das wahrscheinlich eher schaffen als wir. Letzten Endes aber sind wir wirklich ganz groß in der Nähe von diesem Gleisbockheim, wo einer schon in den 80er oder Ende der 80er Jahre aktiv war, der heute Abend auch hier bei uns ist. Von 88 bis 1992 hat er für den 1. FC Köln gespielt, später war er Trainer in der Bundesliga, ist es ja auch bis heute noch, hat vor kurzem noch in der 2. Liga aktiv gewirkt. Und er ist so ein bisschen der Held von dem Spiel gegen Roter Stern Belgrad. Das haben wir alle nicht vergessen, glaube ich. Jetzt habe ich lange genug geredet. Wir freuen uns auf unseren Spezialgast, Sondergast, Falco Götz ist bei uns. Herzlich willkommen. Das waren die Zeiten, als der FC noch im Europapokal gespielt hat. Wunderbar. Und jemand, der sich mit Europa natürlich immer verbindet, nein, nicht den Thomas mit dem HSV, sondern mir, den Markus. Der Markus, der ist nämlich, wie ihr alle wisst, bei Sport 1 und hat da die Euroleague kommentiert. Letztes Jahr ein tolles Endspiel. Und ja, also wir freuen uns, dass du heute Abend hier bist von Sport 1, der Kommentator aller Topspiele, Markus Höhner. Eine besondere Freude ist es mir jetzt, meinen Stammmoderator, sozusagen Co-Moderator, wie auch immer. Experte, danke, Stammler. Ja, also er bezeichnet sich selbst als Experten und ich würde das gerne bestätigen. Er ist bei uns von Sky, Thomas Wagner, herzlich willkommen. Ich genieße, wenn ich das Mikro alleine habe. Testspiel heute. Der 1. FC Köln gewinnt in Mainz 3:0. Und ich sag mal, ich habe das Spiel in Auszügen live gesehen, also immer wieder während der Vorbereitung. War ziemlich souverän und sah richtig gut aus. Da kriegt mir schon fast Angst, Falco. Vielleicht mal als Trainer diese Testspiele. Wie aussagekräftig ist so ein Ergebnis, ja, jetzt kurz vor dem Start in den, ich sag mal, Profifußball, DFB-Pokal und so weiter? Ja, erstmal guten Abend. Vielen Dank für die herzliche Begrüßung hier. Ja, es ist wichtig für einen Trainer zu sehen, wie der Stand der Dinge ist. Man fängt ja so eine Vorbereitung an mit relativ leichten Gegnern, damit die Spieler wieder reinkommen nach dem Urlaub. Es wird viel Athletik trainiert, es wird aber sicherlich auch schon Taktik trainiert. Und wir kommen ja jetzt eigentlich immer näher zum Start der Pflichtspiele. Und da wären natürlich auch die Gegner stark. Und ich glaube, dass so ein Ergebnis natürlich sehr, sehr wichtig ist fürs Selbstvertrauen. Man sieht, was die Jungs unter Druck zu leisten imstande sind. Du hast viele neue Spieler einzubauen, vielleicht auch eine neue Taktik mal zu spielen. Ein paar Abläufe änderst du immer, weil du willst dich weiterentwickeln. Und deswegen glaube ich schon, dass erstens so ein Spiel sehr, sehr wichtig ist und so ein Ergebnis natürlich für die Köpfe der Spieler ganz, ganz wichtig. Aber Testspiele, das sagt man ja immer wieder, sagen dann letztendlich auch nicht so viel aus. Ich kann mich erinnern, der VfB Stuttgart letztes Jahr sah sich ja auf dem Weg nach Europa, also von dir kommentiert zu werden, er wird jetzt von dir kommentiert, auf eine andere Art und Weise, beim Topspiel der 2. Liga, als sie gegen Manchester City gewonnen haben. Und dann anschließend ging es ganz schön den Bach runter. Was hältst du von diesen Testspielen? Ja, wie Falco gesagt hat, die Aussage ist sicher begrenzt. Erfolgserlebnisse tun de facto gut in so einer Phase. Ich glaube, es ist mehr für den Trainer die Findung, ich habe es jetzt gesehen heute, er hat also doch mit Viererkette gespielt, 4-4-2. Jeweils die Konkurrenten auf den Positionen 45 Minuten spielen zu lassen. Das Ergebnis ist ein netter Beigeschmack. Sie müssen sehr offensiv aufgetreten sein, also hat wohl tatsächlich einen guten Eindruck hinterlassen. Und wenn das ein Weg zu einer guten Mentalität ist und zur Positionsfindung für einzelne Spieler im Duell, dann haben die auch eine Aussage. Ja, dann kann es ja in den nächsten Wochen nur nach vorne gehen. Aber da haben wir natürlich hier unseren ständigen Experten, jetzt habe ich es mir gemerkt. Ich war schon ein bisschen aus dem Thema raus, hatte zu lange Pause. Thomas, wie siehst du das? Ja, ich würde sagen, die beiden Vorredner haben natürlich das Grundlegende dazu gesagt.
Fakt ist, dass der FC ja gar nicht so viel personell bislang verändert hat. Das heißt, man ist sicherlich auch durch den Sommer ganz gut durchgekommen. Falko hat es gerade eben gesagt, normalerweise will man als Trainer auch ein bisschen was probieren. Ich glaube, beim FC geht es im Moment tatsächlich eigentlich nur um die Frage Dreier- oder Viererkette. Ich glaube, dass die Mainzer zum Beispiel einen viel größeren Umbruch haben. Für die sehe ich schon eine relativ schwierige Situation, weil zum Beispiel mit Baumgartlinger, der für mich überragende Mann, da weggebrochen ist. Aber klar, es ist ein 3-0 in Mainz, das nimmt man gerne mit. Selbstvertrauen. Auf der anderen Seite, du hast es gerade gesagt, es gab Mannschaften, die haben in der Vorbereitung alles kaputt geschossen. Ich kann mich erinnern, irgendwann war Borussia Dortmund mal in der Wintervorbereitung in Brasilien. Da waren die Plätze verbrannt. Matthias Sammer hat einen Sonnenbrand nach dem anderen gehabt. Alle haben gemeckert, schlechte Laune und wir haben in der Rückrunde alles kurz und klein geschossen. Also das kann auch in die ganz andere Richtung gehen. Halten wir es mal so fest. Ich denke, Testspiele, wie gerade schon von allen Experten dann bestätigt, das hat halt wirklich ein bisschen Aussagekraft, aber eben nicht endgültig. Wir reden mal über diese Sommerpause des ersten FC Köln, die ja letztendlich keine Sommerpause ist, weil es wird ja schon viel vorbereitet, das Management ist tätig, Jörg Schmadtke war sehr aktiv und manche sagen, vielleicht könnte man ein bisschen mehr aktiv sein. Bleiben wir einfach mal diese Transferphase des ersten FC Köln bewerten. Wenn man jetzt sieht, wer gekommen ist, der Franzose, von dem wir noch nicht so viel wissen, Zero Girassi, so spricht er sich, glaube ich, Konstantin Rausch, Artyom Smutnevs, Marco Höger. Was sagt der Experte? Ich sag mal, eine erhebliche Verbesserung. Der richtige Experte. Es gibt einen richtigen und einen ständigen. Der Trainer. Ja gut, mit dem ersten Namen, da werden die ganzen Moderatoren ihren Spaß haben und immer wieder Varianten erfinden, wie man den nur wirklich ausspricht. Tatsache ist, wir kennen einige Spieler, einige kennen wir nicht. Man sieht, der Verein will sich weiterentwickeln. Man hat sich bedient, ich sag mal bei einigen Vereinen, die abgestiegen sind. Man hat versucht, eben den Kader in der Breite auch zu verstärken, um mehr Optionen zu haben. Ich sehe zum Beispiel so eine Verpflichtung von Rudnevs sehr, sehr positiv, weil ich einfach glaube, dass es wichtig ist, da einen weiteren Stürmer, der seine Leistung einfach auch schon gezeigt hat, der in Hamburg unglücklich war, dass der jetzt geholt wurde, um im Endeffekt auch ein bisschen Druck zu machen, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben gerade eine Systemfrage gehabt, auch da ist es natürlich auch eine Frage, kann man da mal mit zwei Stürmern spielen, kann man da im Endeffekt hinten mal auflösen. Also von daher, da gibt es sowohl im Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft natürlich viel, viel mehr Optionen jetzt. Es gibt natürlich auch unter Leistungsdruck viel mehr Optionen und natürlich, man will den Weg weiter bestreiten, dass man von so einem Kandidaten, der eigentlich immer im unteren Drittel gespielt hat, hier und da auch mal eine Abstiegsangst hatte, will man sich ins Mittelfeld weiter vorarbeiten. Und ich halte das für absolut richtig, dass man das eben mit einer Mischung aus Leuten, die man kennt aus der Bundesliga, also gestandenen Spielern macht, mal den einen oder anderen Exoten dazu holt, der sich positiv entwickeln kann, aber natürlich auch den einen oder anderen Jungspieler mit einbaut, der natürlich auch in die Zukunft vom FC bestimmen könnte. Also von daher, ich bin sehr, sehr gespannt, wie alles das, was neu ist, sich dann bewährt beim 1. FC Köln. Aber grundsätzlich ist es so, man will positiv in die Runde starten. Man will, ich sag mal, sich irgendwo festsetzen, um sich nach oben weiter zu entwickeln. Und dafür, glaube ich, hat man den Kader relativ gut verstärkt. Okay, relativ, wie relativ siehst du es? Und ich meine, du kannst, Thomas, du hast ja den Artyom Smutnevs, den hast du auch schon mal auf unserer Stammtischseite bewertet. Vielleicht hier, wo wir ein bisschen mehr Zeit haben. Den kennst du ja nun mal ganz gut als HSVer, sag ich mal. Der hat damals voll gut gespielt am Anfang. Erzähl mal, wie siehst du ihn? Er hat damals in Polen, glaube ich, mehr Tore als Lewandowski geschossen. Der hat beim HSV in der ersten Saison, wenn ich es richtig im Kopf habe, 12 oder 14 Tore gemacht. Also in der ersten Saison, da haben sich schon ganz andere deutlich schwerer getan. Ist vom Tor eigentlich ein reiner Abschlussspieler. Also wenn du ihn im Strafraum bedienst, dann hat er einfach Knipserqualitäten. Er ist jemand, wenn er das Vertrauen vom Trainer hat, der auch unheimlich presst, der auch bei den Leuten gut ankommt, weil die immer sehen, er macht was, er tut, er arbeitet für die Mannschaft. Ich glaube, er hat beim HSV noch im ersten Jahr einen schweren Stand, weil Frank Arnesen, das war sein Förderer, der war weg, dann war Thorsten Fink irgendwann weg, dann hat er sich aber wohl auch hängen lassen. Ich habe letztens noch mit Bruno Labbadia über ihn gesprochen, da hat er gesagt, er hat sich wieder rangekämpft, er hat mir dann noch die Chance gegeben, hat er auch dann getroffen, hat er gesagt, wenn der dann wieder in so einen negativen Strudel reinkommt, dann ist das ein Spieler, der sich schwer tut, eine Eigeninitiative dafür zu entwickeln. Stöger für ihn vielleicht der richtige Trainer?
weil er ja so recht gut auf Spieler eingehen kann. Das denke ich schon, wobei, ich meine, aber die hat ihn ja auch aus der Versenkung zurückgeholt, einer, der auch weiß, wie ein Stürmer tickt. Ne? Aber ich denke, das kann passen, Fato hat es gerade gesagt, er ist jetzt vielleicht noch nicht der Nummer 1 Stürmer, er ist eventuell der zweite neben Modest oder wenn Modest mal ausfällt, der Abschlussqualitäten hat. Ansonsten würde ich sagen, Rausch, ganz gute Verstärkung, der hat früher schon in Hannover gezeigt, dass er was kann, hat in Stuttgart eine schwere Zeit, Darmstadt eine gute Saison gespielt. Insgesamt war ich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, es ist ja auch ein bisschen Geld da. Durch den Gerhard-Verkauf können wir nachher mit dem größten Gerhard-Förderer und Manager in ganz Köln sprechen, wahrscheinlich nochmal. Geht schon los, ne? Wir haben ihn nicht umsonst getrennt. Du weißt doch, dass ich den Kollegen Markus Höhner sehr, sehr schätze. Nein, aber man hat ja echt viel Geld gehabt und ich war mir eigentlich sicher, dass in der Kreativzentrale noch was passiert. Vielleicht ist es ja auch so. Ich glaube mittlerweile das, was sie sich vorgestellt hatten, auch finanziell nicht darstellbar ist. Und deshalb, glaube ich, hofft man jetzt, dass ein Bittencourt oder ein Jujic doch nochmal den Sprung macht, beziehungsweise dass Hector, der mit dem Selbstvertrauen einer guten EM zurückkommt, aus dem defensiven Mittelfeld Akzente setzen kann. Weil da haben wir auch immer gesagt, auf der 6 war spielerisch zu wenig. Und dass dann Rausch und Mladenovic auf links sind. Also Fazit, auf jeden Fall nicht verschlechtert, weil das, was gekommen ist, hat es eigentlich aufgefangen. Personali Gerhard müssen wir tatsächlich nochmal drüber reden, weil der hat ja auch eine andere Position gespielt. Das reicht auf jeden Fall, um eine stabile Saison zu spielen, um andere Ziele anzugreifen, hätte ich mir schon gern auf der 10 noch was gewünscht. Ja, hast du jetzt einige Steilvorlagen geliefert, bevor wir weitermachen. Ich sehe irgendwie 3 Gläser und 1 zu wenig. Ja. Hast du nichts? Was soll man noch bestellen? Ich habe da ein Mikro, das ist schön. Fasspause. Hätten wir noch eine Fasspause und einen Kölsch? Ja. 2 Kölsch. Weil ich trinke auch eins, also von daher. Ja, jetzt hast du viel gehört und bist ja auch schon als Gerhard-Manager hier dann auch tituliert worden. Jetzt bist du dran. Oh je, ich brauche auch mein erstes Kölsch, wenn er gesprochen hat. Aber wenn der Gott gesprochen hat, dann wird es schwer. Also. Experte. Beginnen wir mit der Personale Yannick Gerhard. Für mich eines der größten Talente, die in den letzten Jahren in diesem Verein rumgelaufen sind. Wenn Wolfsburg, wenn ich richtig informiert bin, 13 Millionen Euro für den ausgibt, dann werden sie sich auch was dabei denken. Meiner Meinung nach ist damit dem Kader das genommen worden, was ihm am meisten fehlt, nämlich ein kreativer Umschaltspieler mit außergewöhnlicher Qualität, die meiner Meinung nach, verstehen wir uns richtig, ich bin auch der Meinung, dass Peter Stöger Top-Arbeit macht, ein super Trainer ist bei diesem Verein. Und trotzdem kann man in 1-2 Punkten taktisch und personell anderer Meinung sein. Und da ist für mich Yannick Gerhard in den letzten 2 Jahren einfach ein Riesenbeispiel, der zu wenig gefördert wurde. Das war ein 21-Jähriger, der Rückendeckung braucht, den ich nicht am ersten Spieltag, wenn alles normal läuft, in Stuttgart in der 45. Minute auswechsel und dann 5 Spiele nicht in der Startelf bringe. So fördere ich einen solchen Spieler nicht. Und ich glaube, dass er dieses Spiel hätte prägen können. Jetzt werden Leute sagen, ja gut, Entschuldigung. Ne? Natürlich kommt dafür Geld rein. Natürlich ist das ein Aspekt, den die Vereinsführung berücksichtigen muss. Du sagst gerade, ja, Hector im Mittelfeld, aber es kam ja zu wenig aus dem Mittelfeld. Unter anderem übrigens, weil Hector da gespielt hat. Er hat eine tolle EM gespielt, sagst du. Wo hat er sie gespielt? Er hat sie links gespielt. Du stellst ihn gerade wieder ins Mittelfeld. Ich hätte mir gewünscht, dass man energischer und klarer auf einen Kreativspieler neben einem Lehmann setzt, in Form von Yannick Gerhard. Gewagte These, ist halt meine Meinung. Ich hätte eher, wenn es sich ergeben hätte, einen linken Außenverteidiger mit einem extrem hohen Marktwert, Jonas Hector, der sich für mich im Mittelfeld nicht so bewiesen hat, gehen lassen und hätte mehr auf Gerhard gesetzt. Das also von Seiten des Gerhard-Managements. Nee. Will das Mikro haben, soll ich ihn geben? Ja, komm. Also sonst bringe ich mir in Zukunft ein eigenes Mikro mit. Also, ich habe die Ausführungen des Gerhard-Managements sehr genossen, weil das ist ja immer fundiert. Aber in einem, glaube ich, hast du mich ein bisschen falsch verstanden, weil ich habe nicht gesagt, dass ich sage, dass Hector, ich hätte Hector, glaube ich, auch verkauft, weil ich finde, er ist ein Spieler, das habe ich ja auch schon mal gesagt, dem traue ich zu, in Barcelona links zu spielen, aber für das, was er eigentlich kann, oder dass er auch Nationalspieler ist, nimmt er viel zu wenig Einfluss auf das Spiel des 1. FC Köln. Und ich sehe das ganz genauso wie du, er hat im Mittelfeld, ich habe ihn damals zum Beispiel in Gladbach auf der Position gesehen, hat er zu wenig gebracht. Ich habe nur versucht nachzuvollziehen, was die Gedankengänge sein könnten, dass man sagt, okay, der kommt jetzt mit dem Selbstvertrauen eines großen Turniers und wird dann vielleicht ein bisschen präsenter.
Das Zweite, da gebe ich dir auch recht, Gerhard war schon von den Sechser-Spielern der das Potenzial nach vorne hatte. Ich muss allerdings auch den Spieler fragen, selbst wenn du sagst, er hat die Rückendeckung, was willst du in Wolfsburg? Wolfsburg spielt noch nicht mal international. Also da verstehe ich auch den Spieler vielleicht nicht. Jetzt hatte er eine Rückrunde, wo er viel gespielt hat. Er hatte dieses richtig gute Spiel gegen Frankfurt. Danach habe ich aber auch 3-4 Spiele von ihm gesehen, wo er nicht so gut war. Das heißt, jetzt zu wechseln, halte ich auch von ihm für eine gewagte Entscheidung. Und da braucht auch keiner zu kommen, das ist ein Traditionsverein oder Wolfsburg ist so schön oder da lerne ich eine neue Sprache. Vielleicht ja, wir auch also, ich weiß von beiden Seiten nicht so genau, was ich davon halten soll. Kannst du mit diesem Aussagen, möchtest du wieder zurückkommen? Heiko, du darfst auch wieder mitmachen. Jetzt musst du das bewerten, was die beiden Medienmenschen gesagt haben. Erstmal möchte ich mich nochmal bedanken für die Einladung. Ich dachte, ich bin als Experte gekommen. Ich habe das Gefühl, ich komme ja als Schiedsrichter. Öfter mal Schiedsrichter machen, aber nee, jetzt mal ernsthaft. Der Fachmann. Gerhard-Wechsel, Flocken spielen auch eine Rolle. Und ich glaube, dass der Gerhard sich auch zu einem Zeitpunkt entschieden hat, wo es eigentlich mit Wolfsburg noch recht gut aussah mit dem internationalen Fußball. Also die haben ja erst zum Schluss relativ gelost da und sind rausgefallen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Jonas Hector ist ein linker Verteidiger. Ist kein Mittelfeldspieler, sondern ist ein Spezialist. Der Bundestrainer hat einen Schmelzer zu Hause gelassen und hat auf Hector gesetzt. Und Tatsache ist, er hat sich da festgespielt. Wir brauchen über die Art und Weise, wie man in der Nationalmannschaft diese Position ausfüllt. Und beim 1. FC Köln brauchen wir nicht reden. Er hat viel mehr Defensivaufgaben beim 1. FC Köln. Er ist kein Flankengott. Das haben wir auch bei der Nationalmannschaft gesehen. Und ich sage von der Wertigkeit, Hector hat sich super entwickelt. Sonst wäre er auch sicherlich über die Einsätze in der Nationalmannschaft. Er ist daran gewachsen, er hat eine gewisse Stabilität reingebracht, aber es ist nicht die Position, wo ich sage, da bist du permanent am Glänzen, sondern du hast einen Job da zu machen. Wir haben gesehen, dass er noch eine Menge Reserven hat, gerade was defensiven Zweikampf angeht. Bei der EM, beide Außenverteidiger, die wir hatten, waren im Endeffekt die Schwachstellen, wenn wir gegen Gegner gespielt haben, die uns unter Druck gesetzt haben. Viele Zweikämpfe wurden verloren, viele Flankensituationen sind dort gekommen. Und deswegen sage ich ganz klar, da sind noch Reserven. Aber ich sage auch ganz klar, Hector ist weiter als Gerd. Aber ich bin natürlich selbst auch ein Trainer. Ich habe sowas bei Hertha BSC unter Kollegen erlebt, die das Talent des Jahrhunderts hatten, die dann, ich sage mal, ein halbes Jahr bei mir in der zweiten Mannschaft aufgebaut wurden, dann haben sie sich so weit rangespielt und sind auch nach der ersten Halbzeit ausgewechselt worden. Ivica Olic, der hat mal bei Hertha gespielt, den haben wir entdeckt als 17-Jährigen. Ja, also nur, der hat seine Karriere woanders gemacht. Oder, ich sage mal, wir haben Torben Marx gehabt, der lange durchs Raster gefallen ist und da gibt es so zwei, drei andere und da, wie gesagt, mit jungen Spielern musst du arbeiten, den musst du. Ich glaube, das kann der Peter auch, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, du bist als Trainer natürlich auch Woche für Woche unter Wettkampfdruck. Und da geht es nicht immer um Personalien, sondern es geht im Endeffekt darum, dass du erfolgreich bist. Sonst erntet die Lorbeeren dein Nachfolger als Trainer. In so einer Situation muss man auch die jungen Spieler ganz klar in die Pflicht nehmen, sie haben zu leisten, sie haben abzuliefern. Und wenn sie abliefern, wird auch der Verein, ich sag mal, ganz klar dazu beitragen, dass man sich weiterentwickeln kann. Und dass so ein Spieler dann sicherlich auch mal einen Schritt zurückgehen muss, wenn es im Club nicht läuft oder wenn sein Konkurrent auf der Position einfach mal eine bessere Form hat, dann gehört das heute dazu. Wir haben in jedem Verein 28 Spieler in den ersten Mannschaften, in den Profikadern und davon sind eine Menge junge Leute und die müssen sich einfach durchbeißen. Wir haben ja das große Glück in Deutschland, dass wir über die Nachwuchsleistungszentren inzwischen unheimlich viel Potenzial nachkommen haben, auch der 1. FC Köln. Aber immer hinzugehen und dann die Spieler zu schützen und zu sagen, der Trainer fördert den nicht, ist für mich zu einfach. Du siehst es natürlich absolut aus Trainersicht. Meine Bewertung ist 2 Jahre Beobachtung, Draufsicht von außen und dann mitunter aus der anderen Perspektive. Könnte jetzt, ich glaube, dann wird es zu kleinteilig, viele Argumente, Spiele nennen, wo ich gesagt hätte, ich lasse ihn spielen. Was zu deiner These passt, er hat sich vielleicht für Wolfsburg entschieden, als die noch ambitioniert waren, Richtung international, sprich
Ja, jetzt gehe ich zum Spieler und sage, es geht nicht immer nur um Kohle. Denn wann hat er sich dann entschieden? Auch nach meinem Kenntnis, nämlich schon in der Winterpause. Und zu dieser Zeit war er überhaupt nicht gesetzt. Und wenn dann ein Spieler merkt, hier wird nicht auf mich gesetzt, dann ist es auch legitim. Und dann ist es natürlich zumindest diskussionswürdig, ob man dann immer diese Bewegung macht, ob es wirklich nur am Geld liegt. In Wolfsburg ist mit Klaus Allofs viel Kompetenz, mit Maxi Arnold, mit Knoche, mit Rodriguez in Klammern, wird auf junge Leute gesetzt, wo man wirklich sagen kann, komm, das passt, zumal U21-Bande, Maxi Arnold, die beiden kennen sich daher gut. Also das kann auch nicht monetäre Gründe haben und eine sportliche Perspektive sein. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hätte mehr dran gesetzt, ihn zu halten. Jörg Schmadtke leistet, das wissen alle, seit Jahren hier Top-Arbeit. In diesem Sommer finde ich Verpflichtung bislang sehr viel in die Breite, was gut ist für den Kader. Mir fehlt bislang, und da haben wir eben schon auch mit alten Klassenkameraden, die ich schönerweise wiedergesehen habe, darüber diskutiert, dass für uns Sané jetzt nicht so der Top-Transfer gewesen wäre. Mir fehlt noch so das gewisse Etwas in Schmadtkes Transferarbeit, aber gleichermaßen kennen wir den auch gut genug. Ich wette, da kommt noch was. Und da kommt auch, glaube ich, noch was Gutes. Der Poldi kommt. Ja. Da kommt schon der Zwischenruf, dass der Poldi kommt. Aber das werden wir abwarten müssen. Ich gehe mal davon aus, es wird schwierig. Aber es war jetzt interessant, mal zu hören. Ich habe ja gleichzeitig mal ein bisschen live gefilmt. Das war auch mal ganz wichtig, dass die anderen das sehen. Ja, lass uns doch einfach mal drüber reden, dieser Sané-Transfer. Das ist oder nicht Transfer. Das ist ja nicht Erfolg. Und offiziell ist er abgehakt. Jetzt reden wir nochmal wieder mit einem aus dem Sport, ne, der das kennt, der auch den Managementbereich kennt. Ist das jetzt auch wieder ein weiteres, erweitertes Pokerspiel? Glaubt man noch im Hinterkopf dran, dass man ihn kriegen kann? 31. August ist Stichtag. Bis dahin wird jede Pokerei beendet sein. Also man hat so eine Phasen, also wir haben oft Transfers gemacht, wo wir dann mal 14 Tage komplette Sendepause haben. Klar, du als Trainer bist am Kratzen, wo ist der? Ich will den mal auf dem Trainingsplatz haben, ich will sehen, wie fit der ist. Weil du weißt ganz genau, umso später du den verpflichtest, umso mehr musst du nacharbeiten, wenn in Sachen Physis was nicht passt. Braucht der FC auch so einen wie Sané? Ne, wenn Gerhard weg ist, ist das ja eigentlich genau die Position. Also wo ich einfach sage, das ist ein defensiver Mittelfeldspieler, aber ich höre ja immer wieder, wir brauchen hier beim FC kreative Spieler, Spieler, die im Endeffekt mit der Pille was anfangen können. Du kannst die besten Stürmer haben. Wenn du nicht Mittelfeldspieler hast, die einsetzen, nutzt dir der beste Stürmer nichts. Und deswegen nur Spiel zerstören will der Fan auch nicht sehen im Stadion. Ich war bei einigen Spielen im letzten Jahr da gewesen. Ich muss sagen, attraktiven Fußball, das wusste ich ganz klar, kannst du beim FC nicht sehen. Da war das Vorprogramm sehr, sehr schön. Also immer die Singerei, Kölsche Lieder endlich mal wieder. Ne? Also, aber ganz ehrlich, die Spiele von der Attraktivität her waren ja doch eher geprägt. Man will sicher stehen, man versucht aus der Kontersituation zu spielen. Und ich hätte mir da auch gewünscht, dass das eher so vom Blick her in diese Richtung geht, dass man sagt, man holt mehr für die Kreativität, man holt einen Spieler, der viele Ballkontakte hat, der eben, ich sag mal, auch torgefährlich ist. Und das ist Sané ganz sicher nicht. Ja, interessantes Thema. Weil Thomas hat auch, glaube ich, eine Meinung dazu, gerade zu dem Bereich Sané und kreativer Spieler, der wird ja wirklich vermisst. Ja, das sind ja auch zwei unterschiedliche Themen, würde ich sagen. Also Sané habe ich letztes Jahr drei oder viermal gesehen. Muss ich wirklich sagen, hat einen Sprung meiner Meinung nach letztes Jahr nochmal gemacht. Ist ein unheimlich präsenter Spieler, für die Größe auch technisch beschlagen. Hat ein tolles Kopfballspiel. Also das wäre schon ein Spieler, den kannst du auf der 6 gut gebrauchen. Und wenn du das mit der Dreierkette spielen willst, der Trainer gibt mir vielleicht recht, dann brauchst du natürlich gerade auf der 6 was Spielstarkes. Denn sonst macht ja diese Systemumstellung gar keinen Sinn. Weil wenn du drei Innenverteidiger zum Beispiel hinten hast, dann heißt das ja automatisch auch nicht, dass der Aufbau mit einer Dreierkette besser funktioniert als mit einer Viererkette. Also wenn ich Sané bekommen könnte, würde ich ihn nehmen. Die Summe, die ich da höre, 10 Millionen, das ist natürlich schon, ein Brett. Ich glaube es mittlerweile wirklich auch nicht mehr, weil Wolfsburg hat ja auch nochmal mit Geld gewedelt und ich glaube, dass Hannover das wirklich als Signal auch verstehen möchte. Wir machen das ein Jahr mit diesem Kader, der auch sehr, sehr teuer ist, weil wir wieder in die Bundesliga zurück wollen, das zum Ersten. Und klar, ich war eigentlich mir auch sicher, dass man irgendwas Kreatives holt. Sei es ein Zehner oder sei es ein Mann. Ich bin echt froh zum Beispiel, dass der HSV Kostic verpflichtet hat. Den habe ich für einen Riesenspieler. Das muss man natürlich auch sagen. 13 oder 14 Millionen, das ist echt viel Geld. Aber die Preise sind ja eh total wahnsinnig mittlerweile. Und der FC hat ja ein bisschen Geld. Dann ist aber natürlich immer die Frage da,
du beschäftigst dich ja wahrscheinlich auch mit dem Spieler. Die haben die Spieler ja auch alle auf dem Radar. Also ich kenne niemanden, der mehr Auto fährt als Jörg Schmadtke, um Spieler zu beobachten. Und vielleicht hat er sich, wie damals hat er hier Carlos Eduardo damals aus dem Hut gezaubert, das hat er dann irgendwie nicht geklappt wegen Verletzungen oder der wollte dann doch in Russland bleiben. Also der hat solche Spieler ja auf dem Schirm. Und mich würde es wirklich nicht wundern, wenn da noch jemand käme. Aber klar ist auch, der FC ist sehr stabil. Aber auf diese Spielweise kannst du dich als Gegner natürlich nach 2 Jahren Bundesliga auch irgendwann einstellen. Und das suchen ja alle. Einfach einen Spieler, der mit einer Aktion, mit einem Dribbling, mit einem Pass, mit irgendeiner Standardsituation den Unterschied machen kann. Und klar, um höhere Ziele anzupeilen, fehlt mir so ein Spieler im Moment noch im Kader. Aber das ist natürlich wirklich, wie auch gesagt, ganz oft eine Preisfrage. Das könnte man aber auch sagen, dass wir mit vielleicht mit einem Spieler wie Jojic, der ja eigentlich von der kreativen Seite kommt, dass der, wenn der jetzt wieder die Fitness hat, die scheint er jetzt zu haben, das hat man deutlich gesehen, nicht nur das schöne Bild im Express mit seinem Sixpack da zu sehen war, vielleicht vertraut man ja auch mal den Neuzugang aus dem vorigen Jahr, der vielleicht ein Neuzugang im neuen Jahr werden kann. Natürlich kann das passieren und natürlich sieht das am ehesten der Trainer, der die Jungs jeden Tag in der Mannschaftsarbeit im Training sieht, aber er muss es irgendwann auch belegen und das hat er bislang einfach nicht getan. Das ist das, was Falco gesagt hat und er hat seine Chancen bekommen. Auch Bittencourt hat heute 2-mal getroffen, letztlich effektiver werden. Der hat fast immer gespielt, hat glaube ich eine Vorlage und 3 Tore in 2 Spielen gemacht, hat eine sehr gute Phase gehabt, aber letztlich muss auch er effektiver werden. Ja, ich glaube, wir sind einer Meinung, Sané wäre ein spannender Spieler, aber nicht für diese spielprägende Rolle, die was mit Dynamik und Umschalten und Schnelligkeit nach vorne zu tun hat. Ich habe viele Heimspiele gesehen und da müssen wir schon drüber diskutieren. In den letzten 20 Minuten wird da kein zweiter Stürmer gebracht. Da wird nicht mutiger gespielt mit 50.000 im Rücken. Da begnügt man sich mit einem 0-0 und die Leute gehen oft unzufrieden nach Hause. Und deswegen vermisse auch ich bislang praktisch einen Ersatz dann meinetwegen für Yannick Gerhardt, der diese Fähigkeiten mitbringt. Und den sehe ich noch nicht, auch nicht bestimmt nicht in Höger. Da frage ich nochmal jetzt hier den Trainer, weil der Trainer hier ansatzweise konstruktiv, wie ich finde, auch kritisiert wurde, dass hier halt dieser Mut manchmal ein bisschen fehlt, in den letzten 20 Minuten halt noch einen Offensivspieler zu bringen oder halt in dem Moment auch mal auf Sieg zu spielen. Das ist das eine der wenigen Sachen, die man Stöger manchmal so ein bisschen vorhält und Markus ist so ein bisschen da so der Vorreiter von diesen Leuten, der das aber auch sehr gut, wie ich finde, auch konstruktiv erklären kann. Wie findest du das, Falco? Hat Stöger recht, dass er einfach auf diese Absicherung setzt? Oder könnte er manchmal in manchen Spielen vielleicht auch ein bisschen mutiger agieren? Es gibt Trainer, die sagen, ist mir scheißegal, ob ich in 14 Tagen zu wenig Punkte habe. Ich bin einer, der immer Risiko geht und deswegen gehe ich das Risiko ein. Also ich glaube, dass das situationsbedingt bei jedem Trainer auch drinsteckt. Wenn ich gute Vorergebnisse habe, dann kann ich bei einem 0-0 auch mal den zweiten Stürmer bringen, da kann ich auch mal ein Risiko gehen. Nur dieses Sicherheitsdenken, also mir persönlich liegt das nicht. Ich bin eher einer, der, ich sag mal, wenn es unentschieden vor allen Dingen zu Hause steht und du hast einen Gegner, wo eigentlich jeder erwartet, den kann man auch mal schlagen, dann gehe ich auch dieses Risiko. Und wenn wir jetzt hier über Systemumstellung sprechen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann sind das genau für solche Situationen. Das werden diese ja einstudiert. Also ich glaube nicht, dass da jetzt permanent Dreierkette gespielt wird oder sonst irgendwas, aber für mich ist so eine Dreierkette eben auch für so die letzten 20 Minuten mal eine ganz gute Möglichkeit, eben das Mittelfeld zu verstärken, mehr Stürmer vorne in der Zentrale zu haben, um im Endeffekt auch da in den Strafraum reinzukommen. Also von daher wäre es jetzt für mich mal so der Ansatz, dass man da vielleicht auch gelernt hat draus und sagt, wir wollen unseren Fans einfach auch in den letzten 20 Minuten mehr bieten, wenn diese Spiele nicht entschieden sind oder wenn ein Spiel vielleicht noch umgedreht werden muss. Also von daher würde ich mir das wünschen und grundsätzlich, ich sag's nochmal, ich persönlich bin eigentlich immer einer, der versucht dann wirklich das Risiko einzugehen, dann geht es halt über 2 Kämpfe, aber meine Spieler, die wussten das, die waren darauf vorbereitet, sie wussten ganz genau, ich hatte immer so 1-2 Joker gehabt, die du dann gebracht hast, so ein Spieler könnte Rudnev sein, dass du sagst ganz genau, ich weiß noch, Christoph Daum hat das mit mir gemacht, ich weiß noch, ich habe in dem einen Jahr 11 Bundesliga-Tore gemacht, 6 von der Bank.
Da war bei uns einfach Paul Steiner, der wusste hinten ganz genau, wenn der Götz kommt, der geht vorne rein. Litti wusste, ich muss jetzt auf die rechte Position. Armin Görz hat weiter vorne gespielt, dann haben die Dinger vorne reingehauen. Und da haben wir unheimlich viele Spiele gedreht, weil irgendwann war es selbstverständlich, wenn der Götz kommt, spielen wir vorwärts. Und so weit würde ich mir halt auch beim FC wünschen. Ja, wenn der Götz kommt, geht's nach vorne. Ne? Ich habe am Montag habe ich irgendwann zweite Liga angemacht. Ich weiß nicht, ich habe bei uns geguckt, warst du da? Er war da, ja. Klar, der beste Mann ist zum Auftakt natürlich bei Sport 1, klar. Ich habe dieses Spiel geguckt und das war eigentlich genau so ein Spiel, wie ich es vielleicht im Vorfeld erwartet habe. Ne? Da war so ein volles Stadion. Jetzt denken die alle in Stuttgart, ein Jahr zweite Liga, das nehmen wir mit. Und die haben sich ja wirklich einen abgebrochen, so wie es da hört. Und da kommt halt so ein Spieler wie Maxim halt einfach rein, ne? Wo ich auch immer schon gesagt habe, das ist eigentlich für mich ein Bundesligaspieler. Das hat ja St. Pauli hat ja auch gesagt, sie fanden es unfair, dass man in der zweiten Liga spielt. Das ist genau so ein Spielertyp, den würde ich mir halt in Köln wünschen. Jetzt mal unabhängig, ob der zu haben gewesen wäre, wie viel der kostet. Weil das ist halt auch einer, der kann ein starres Spiel auflösen. Ne? Der macht zwei Leute nass, der hat eine Standardsituation, der hat einen Zug zum Tor. Und das ist natürlich jetzt sicherlich, da gebe ich Marco schon recht, Platz 9 im zweiten Jahr der Bundesliga, die der FC erreicht, also diese Platz 8, 9 in dieser Region, ist super, aber der nächste Schritt, das ist natürlich das Schwierigste. Stabil zu sein, eine Achse zu haben, das ist alles der Verdienst noch von Peter Stöger. Aber klar ist, jetzt geht es darum zu sagen, wir wollen zu Hause auch mal in der Lage sein, einen Gegner auszuspielen. Das können die wenigsten in der Bundesliga, das können wahrscheinlich immer 5 oder 6 Mannschaften. Aber dafür reicht das Personal, was wir im Moment noch im Tableau haben, sicherlich noch nicht aus. Aber da sprichst du was Interessantes an. Ich denke, wir sollten auch mal über die Zielsetzung reden. Vielleicht, ne, ob wir ein bisschen noch reden können. Die Zielsetzung, die der FC sich selbst gesteckt hat. Wir haben ja lange jetzt gewartet, dieses Ziel jetzt rauszugeben und haben es jetzt also rausgegeben. Ziel ist, Platz 9 zu verteidigen. Ich frage jetzt mal einfach eure Meinung ab und bei dir fange ich an. Das ist jetzt A, einfach ein solides und mutiges Ziel, dass man sagen kann, oder richtiges Ziel. B, es ist vielleicht doch eher etwas mutlos, wie der Anspruch der nach oben, der vielleicht dann doch etwas fehlt. Letzten Endes wäre aber sogar zu hoch gegriffen, C, weil andere ja aufrüsten, der HSV, wie wir eben gehört haben, der Brauseklub, ne, ich meine, das sind ja alles Sachen. Und D, die haben natürlich noch eine eigene Meinung oder können einen Telefonjoker anrufen. Also, wie siehst du es, diese Zielsetzung, die der FC sich selbst gesteckt hat? Gehst jetzt nochmal durch mit mir, A, B, C, D, das habe ich jetzt vergessen. Deine solides, richtiges Ziel. Ob du richtiges Ziel. Also, erstmal würde ich sagen, die zurückliegende Saison war sehr erfreulich in dem Sinne. Abgesehen von einem Haken, wenn wir über die Heimspiele reden, dass man nach tollen Auswärtsspielen, die so auch nicht immer gelingen werden, in Schalke, in Leverkusen, dass man es leider in den Heimspielen tatsächlich vergeigt hat, eine Überraschung hinzubekommen. Mit 2 Heimsiegen mehr wäre es möglich gewesen, in die Europa League reinzurutschen. Aber, so schade das letzte Saison war, ich glaube, das darf nicht Anspruch sein. Denn dann macht man hier auch wieder alle Leute kirre, dann guckt wieder alles nur auf Platz 7 und dann wird das schon wieder zu einer Spirale, die gerade hier in dieser Stadt kein Mensch braucht. Das wird ähnlich laufen wie in der letzten Spielzeit. Ich glaube, da sind 8 bis 10 Mannschaften, die irgendwo auf Augenhöhe sind, wo der FC sich meiner Meinung nach gut behaupten kann. Und mit einem ähnlichen Ziel wirklich gut bedient sein würde. Denn wir wollen mal nicht vergessen, so sehr die Europa League irgendwie greifbar nah war und möglich war, ich glaube 4 Spieltage vor Schluss, habe ich da auch nochmal drauf geguckt und habe gesagt, das kann aber noch ganz wüst werden. Und wenn man dann nie unten drin stand und mit der Eigendynamik unten reingerät, also Platz 9 war schon prima und wenn es wieder so laufen würde, dann wäre es in Ordnung. Und ich glaube, mehr sollte man sich nicht aufbürden hier erstmal. Also genau richtig, letztendlich das Ziel so bekannt zu geben. Habt ihr das auch immer gemacht, dass ihr das sozusagen mit den Spielern gemeinsam entschieden habt, bei deinen Stationen, oder ist das grundsätzlich eine Sache, die auch ein Trainer mit dem Manager nur entscheidet? Vielleicht kannst du mal aus deinen Erfahrungen erzählen und natürlich die, wie du das bewertest vom FC jetzt. Also jede Mannschaft, die ich trainiere, hat eine Zielvereinbarung erarbeitet. Ja. Und zwar ist das eigentlich die Zeit, die wir im Trainingslager nutzen, wenn wir jetzt 10 Tage hart arbeiten. Da werden ja halt nicht nur Praxis-Trainingseinheiten gemacht, da wird nicht nur Kondition gebolzt, Taktik gemacht, sondern wir reden halt auch viel in der Theorie. Auch darüber Taktik, aber natürlich auch, was nimmt man sich vor? Und da geht es für mich als Trainer darum zu wissen, was will der Spieler in diesem Jahr?
in dieser Mannschaft bewirken? Was will die Mannschaft bewirken? Wo ordnen wir uns selber ein? Worum spielen wir? Und natürlich auch, mit welchen Mitteln wollen wir diese Ziele erreichen? Und wird schriftlich niedergeschrieben. Dann macht da jeder sein Autogramm und dann wird alle zwei Monate auch mal darüber geguckt, wo sind wir? Sind wir noch auf dem Weg oder nicht? Wo müssen wir korrigieren? Wo müssen wir im Endeffekt auch mal Spieler wieder mehr ins Boot bringen? Also ich finde, es ist ein bisschen fahrlässig, wenn du in eine Saison reingehst und hast keine Ziele. Und wenn wir jetzt über die Ziele vom 1. FC Köln sprechen, dann denke ich einfach, dass es eine große Leistung sein wird, eben diesen Platz überhaupt zu behaupten. Ich behaupte ganz klar, es gibt in dieser Liga 5-6 Mannschaften, die klar schwächer sind als der 1. FC Köln, wo man eigentlich davor sein muss. Aber man braucht halt auch ein gutes Jahr, ein wirklich gutes Jahr mit Entwicklung, um im Endeffekt die gleichen Ziele zu erreichen, die man letztes Jahr erarbeitet hat. Weil, ich weiß nicht, ob Thomas oder Markus, ob einer von euch beiden hat es vorhin gesagt, der 1. FC Köln wird sicherlich von dem einen oder anderen Gegner auch ganz anders wahrgenommen jetzt. Da sind Spieler, die sich letztes Jahr profiliert haben. Da sind Spieler, die man auch vom Namen her kennt. Und ich glaube nicht, dass es irgendeine Mannschaft in der Bundesliga gibt, die den FC unterschätzt. Thomas, kannst du vielleicht noch deine Meinung? Ja, das erste ist ja mal diesen Platz 7, den wir jetzt angesprochen haben. Das hat ja was mit dieser Regularienänderungen zu tun, dass halt nicht mehr der unterlegene Pokalfinalist weiterkommt, sondern weil man mittlerweile ja davon ausgehen kann, dass die Bayern oder Dortmund oder irgendjemand dann den Pokal gewinnt, dann reicht halt Platz 7. Klar ist auch, Bayern, Dortmund, Schalke, Gladbach, Leverkusen, das ist eigentlich nicht zu machen, da sind 5 Teams schon weg. Ich würde auch sagen, Wolfsburg kommt wahrscheinlich dann auch wieder, dann bist du schon bei 6. Dann kannst du natürlich jetzt sagen, letztes Jahr waren Mannschaften wie Hertha und Mainz vorm FC. Da, die sehe ich beide mit einer relativ schwierigen Saison, gerade zum Beispiel Hertha. Aber Fakt ist auch, wenn du auf die Bundesliga guckst, HSV. Ich dachte, du wärst Experte. Aber ich sehe zum Beispiel außer Darmstadt, also Darmstadt muss ich sagen, das war schon ein Wunder. Also ich weiß nicht, wie oft man Wunder noch toppen kann, ne? Das ist für mich klar der erste Absteiger und dann fällt es mir jetzt aber schon schwer, ad hoc zu sagen, da ist eine zweite Mannschaft, wo ich sage, die wird absteigen. Also zum Beispiel Ingolstadt wirkt für mich gefestigt. Freiburg hat immer so diese ganz eigene Identität. Mit Leipzig kommt ein Aufsteiger, den ich nicht unbedingt unten erwarte. Mainz. Ja, dann fängst du schon an zu gucken, okay, Mainz, großer Umbruch, Hertha BSC sich nicht verstärkt, hat jetzt schon schlechte Stimmung mit dem Ausscheiden gegen Brøndby, weißt du nicht. Aber du kannst natürlich als FC auch schlecht sagen, wir sind jetzt 9. geworden, jetzt wollen wir nächstes Jahr 14. werden. Das ist ja auch, das kannst du eigentlich nur machen wie Augsburg letztes Jahr, die gesagt haben, okay, mit der Dreifachbelastung und Platz 5 müssen wir sehen, dass wir nicht absteigen. So jemand nimmst du das ab. Ich sage, so wie der Kader jetzt aufgestellt ist, ich habe es auch, du hast es eben gesagt, ich habe es im Express gesagt, 8 bis 11 glaube ich, aber ich finde schon auch ambitioniert, das ist nicht ganz einfach, weil die Liga für mich eigentlich gefühlt noch stärker geworden ist. Okay, dann nehmen wir das erstmal zur Kenntnis. Wir werden ja eh abwarten müssen, wie es dann wirklich kommt. Aber jetzt, es ist halt das Schöne, jetzt in dieser Sommerpause natürlich darüber zu diskutieren, wie es werden könnte. Was wir natürlich wissen, ist, wie es schon einmal war. Und ich denke, wir sollten hier, wenn wir den Falco schon mal hier haben, natürlich auch mal über die Vergangenheit mal ein paar Worte verlieren, weil er hat ja immerhin 4 Jahre das FC-Trikot getragen. Vorher war er noch woanders, ein bisschen Werkspionage betrieben für den FC. Aber nein, reden wir mal über diese Zeit, diese 4 Jahre, die du jetzt beim FC verbracht hast. Die waren ja recht erfolgreich. Der ganz große Triumph hat ja gefehlt. Ne, ihr habt das Pokalfinale erreicht, hat leider nicht geklappt. Elfmeterschießen ganz knapp. Und natürlich die beiden Vizemeisterschaften. Wie würdest du für dich persönlich deine FC-Zeit bezeichnen und ja, einfach mal so eine Bewertung abgeben? Es war emotional meine schönste Zeit in der Bundesliga. Ich war zwar vorher 5 Jahre bei Bayer Leverkusen, aber das war die Zeit, ich bin aus dem Osten geflüchtet, ich bin reingewachsen in die Bundesliga. Nimmst du alles? Ich hatte... Der war gut, muss ich sagen. Ist er weiter. Es ist so gewesen, ich bin zu einer Mannschaft gekommen, die gespickt war mit Nationalspielern. Ich glaube, wir haben zu der Zeit 95 Weltmeister in der Mannschaft gehabt und ich konnte mich da im besten Fußballalter sensationell entwickeln. Und das ist bis jetzt eigentlich so mein größter Fleck eigentlich auf der Karriere, dass ich mit dem FC immer nur Zweiter geworden bin. Ich bin überzeugt davon, wenn der Christoph Daum damals nicht ein junger Trainer gewesen wäre, sondern ein erfahrener Trainer, dann hätte ich heute 1 oder 2 Meisterschaften. Und von daher...
Ich habe die Zeit sehr genossen. Ich habe gleich am Anfang gemerkt, dass der FC schon ein sehr, sehr besonderer Verein ist. Wenn du mit Bayer Leverkusen aufs Dorf gefahren bist, dann warst du halt auf dem Dorf, hast vor 400, 500 Zuschauern gespielt. Beim FC habe ich gedacht, was ist denn hier los? Na, da hast du jedes Mal Tausende von Leuten da gehabt und du hast eigentlich gespürt, was für eine Tradition der FC hat. Und deswegen sage ich bis heute, es war eine sehr, sehr große Ehre, hier gespielt zu haben. Es war ein tolles Erlebnis mit so wunderbaren Fußballern wie Thomas Allos, Flemming Pausen, Morten Rosen, Gerrit Barski, Hessler, Kohler, Steiner, Ilgner. Also das war schon eine Truppe, wo ich gesagt habe, Wahnsinn. Und dass wir in 4 Jahren keinen Titel zusammengekriegt haben, das ist eigentlich die größte Schande in meiner Karriere, weil diese Mannschaft, wir waren in dem einen Jahr stärker als der FC Bayern. Wir sind kurz vor Schluss in einem Heimspiel gewesen gegen Bayern. Und da hat leider der Christoph einen ganz schlechten Tag erwischt gehabt. Wir verlieren zu Hause und dann war die Meisterschaft erledigt. Und das ist schon eine sehr, sehr große Enttäuschung in meiner Karriere. Inzwischen bin ich mit dem Christoph wieder klar. Also von daher, ich durfte nämlich in dem Spiel nicht spielen von Anfang an. Durch einen Riesenfehler, ja. Wir sind heute noch gute Freunde. Ich habe noch sehr viel Kontakt zu den Jungs aus der Zeit. Und deswegen muss ich ganz klar sagen, diese Zeit beim FC, ich möchte sie auf keinen Fall missen. Ja, vielen Dank, meine Damen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich Falko Götz von 1. FC Köln denke, klar, ich weiß, er hat viele Tore gemacht, die vielen zweiten Plätze, alles wunderbar, kannte er ja schon aus Leverkusen, aber das ist aber jetzt erst dieser... Sechster. Es ging, ja genau. Er war immer Sechster. Woran ich aber wirklich am ersten denke, ist das Spiel gegen Roter Stern Belgrad. Fällt er bei dir auch ein Groschen? Ich war im Stadion. Okay. Also jeder, der es miterlebt hat, das war ein unvergessbares Spiel, fantastisch. Und ich konkret muss an Falko denken, ich war 92 gerade bei Sat.1 als noch recht junger Journalist und da habe ich ihn eben, auch wenn wir hier gerade über Leverkusen und alles flachsen, er kam rüber aus dem Osten mit einer dramatischen Geschichte, die er mir damals im Auto erzählt hat, was die Jungs teilweise erlebt haben, der glatte Wahnsinn. Und er war immer ein toller Sportler, nicht weil er hier ist, wir hatten auch immer einen guten Umgang. Was ich auch spannend finde, manchmal erlebt man das ja, dass Trainer dann nett sind, wenn sie als Experten irgendwo arbeiten oder was heißt nett, die müssen ja nicht nett sein, nur einen normalen Umgang, also sich normal miteinander unterhalten und das war mit Falko immer zu jeder Zeit möglich. Ja, und wenn man an den FC denkt, diese 4 Jahre, das war halt eine irre dramatische Zeit. Was soll man da noch mehr sagen, als wie er es erlebt hat? Viele, viele tausend Fans haben diese enge Entscheidung damals gesehen. Es war, glaube ich, eines der ersten Bundesligaspiele, dieses Donnerstagsspiel gegen Bayern, wo dann der Kollege Wohlfahrt zuschlug, was überhaupt live im Free TV übertragen wurde. Ja, und dann war es halt so, du warst trotzdem ein guter FC-Spieler. Ohne Titel. Ja, ohne Titel, aber das nennt es... Da passiert ja auch ganz andere. Aber ich möchte trotzdem nochmal auf dieses Spiel gegen Belgrad zurückkommen. Man muss vielleicht dazu sagen, Belgrad hatte damals eine Top-Mannschaft mit Robert Prosinecki, mit Stojkovic war dabei, ne, und wie sie alle heißen. Also die war wirklich, die haben glaube ich 2 Jahre später die Champions League gewonnen. Also ein Jahr später. Und die Christoph Daum hat damals gesagt, das ist das Beste, was jemals hier in Müngersdorf auf dem Rasen gestanden hat. Ne, und die habt ihr 3-0 weggehauen. Es war knapp am Ende. Und ja, vielleicht schön, dass du nochmal, wie das Spiel für dich gelaufen ist. Du warst ja nicht unerfolgreich. Ja, erstmal war ja, wir haben ja dort 2-0 verloren, im berüchtigten Maracana-Stadion von Belgrad. Und ich sag mal, das war ein einziges Silvesterfeuerwerk, was die da abgebrannt haben. Also es war schon auch von der Stimmung her unheimlich aggressiv. Und ich glaube, das war im Rückspiel nicht anders. Die Fans von Belgrad, die haben von der ersten Minute an, ich weiß nicht, ob es gibt ja vielleicht den einen oder anderen, der im Stadion war, die haben in unsere eigenen Fans reingeschossen. Also es war so ein Kampf. Und ich weiß noch, wir haben 3-0 gewonnen. Also ich habe 2 Tore geschossen, 1 vorbereitet. Jawohl. Also, einfach mal einen guten Tag gehabt. Also ich möchte sagen, das ist eines meiner besten Spiele war in meiner Karriere. Und ich mich daran noch sehr, sehr gerne erinnere. Ich weiß noch, ich habe auch reichlich Wunden davon getragen. Ich habe so eine durchgeschlagene Oberlippe gehabt. Ich habe einen schweren Cut weil die haben damals, durfte noch mit Ringen gespielt werden, die haben dir die Ringe um die Ohren gehauen, aber am Ende des Tages war es, ich glaube letzte Minute gab es noch eine Wahnsinnsprügelei auf dem Platz, der Oberan ist glaube ich noch runtergeflogen,
Also es war von der Aggressivität nicht mehr zu steigern. Und ja, ich weiß auch noch, dass ich am Wochenende haben wir gegen Bayer Uerdingen gespielt, das nächste Punktspiel in der Bundesliga. Und da bin ich in der 40. Minute an die Seite gegangen und habe zum Christoph gesagt, ich kann nicht mehr, bin platt, nehme ich raus und spiele es mit einem weniger. Das weiß ich auch noch. Ja, ehrlich, also ehrlich, wir haben Leben. Jetzt hast du ja damals wahrscheinlich schon den HSV verfolgt, aber Falco Glöcks beim FC, das macht dir noch was. Ne? Also bitte nicht. Ich habe übrigens gerade, als er aufgezählt hat, welche Spieler hier gespielt haben, da habe ich ja selbst nicht fast eine Gänsehaut bekommen. Da habe ich gedacht, mein lieber Mann, ihr habt den Verein ganz schön runtergewirtschaftet dann in den nächsten Jahren. Zwischenzeitlich, ja. Verantwortend. Aber ich war damals auch zu der Zeit, als der FC international gespielt hat. Ich komme ja aus der Nähe vom Lacher See, das war ja nicht weit. Damals gegen Juventus, Atalanta, Bergamo und sowas habe ich auch im Stadion gesehen. Der FC war ja, glaube ich, auch so eine Mannschaft, die schon auch dazu in der Lage war, so eine große Europapokalnacht hinzulegen. Auch so ein bisschen, es gibt ja so Vereine, die sind einfach für solche Spiele dann auch da. Auch Eintracht Frankfurt war für so einen Club, ne, oder Bremen, die dann sowas Besonderes einfach zelebrieren konnten. Ist eigentlich wirklich schade, wenn man sieht, in der Ära, die der FC damals hatte, diese Spieler viel zu wenig Titel gewonnen. Ich habe letztens mit Klaus Allofs auch nochmal gesprochen. Er hat gesagt, es war eine super Zeit in Köln, aber letztlich steht nichts auf dem Briefkopf. So oft Finals erreicht, so oft Vizemeister geworden. Ne? Und zwei Anmerkungen noch. Ich höre hier immer FC, glorreiche Vergangenheit. Wann habt ihr das letzte Mal gespielt? 93 in Europa, ne? Celtic Glasgow. 92. Wir standen 2010 noch im Europapokal-Halbfinale, nur um das mal ganz klar festzuhalten. A. Und B, ich habe eben gerade gehört. Papierkugel, ne? Falco, habe ich das richtig gehört? Du hast mit Leverkusen nie was gewonnen. Also, das habe ich. Ja, also weil hier hieß es nur Platz 6 und Platz 2 wäre. Ja. Ja, okay, gut, das kann ja sein. Ich wollte noch mal wissen, du hast. Es gibt doch zwei Pokale, die haben die mal gewonnen, oder? UEFA-Pokal haben sie gewonnen, ja. Ach so, okay, das hast du jetzt ohne Mikro gesagt. Ne? Ja, extra. Nein. Ich sage, das war halt einfach traurig, weil du mit Leverkusen schon den UEFA Cup gewonnen hast, aber dann mit dem FC warst du jedes Mal so nah dran und du warst wirklich auch gut genug dafür. Mit Leverkusen, du schlägst Barcelona, weißt nicht warum, du schlägst Feyenoord Rotterdam, du weißt nicht warum, du schlägst im Finale Espanyol Barcelona und da waren wir dann mal richtig gut. Aber wir haben es halt geschafft, wir haben es durchgezogen, da waren wir Underdog, während wir beim 1. FC Köln auch die Qualität dafür hatten, zu der Zeit eben auch diesen Titel mal zu gewinnen. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ist das eine pure Enttäuschung gewesen, dass du mit diesen Top-Mannschaften damals eben das Ziel nicht erreicht hast, sondern eben zweimal Vizemeister geworden hast, dann Pokalendspiel verloren hast, obwohl es da eigentlich schon losging. Ab da war die Entwicklung schon rückläufig, da waren die ersten Spieler weg, Kolas weg, Hessler war weg, Paul Steiner war lange verletzt, der Thomas Allofs war weg. Also von daher war das schon abzusehen. Aber genau in dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich auf der Höhe waren, hat es halt nicht immer so ein Quäntchen gefällt. Da muss man sagen, ich habe letztes Mal irgendwie für so eine Bundesliga-Kollektion habe ich dieses Spiel übrigens gesehen, der FC gegen Bayern, dieses 1-3. Und wenn ich den Kader verglichen habe oder die Mannschaft in der 1-1-Bewertung, ne, da muss man sagen, klar war eine Vizemeisterschaft ein Erfolg, aber der FC hatte eigentlich die bessere Mannschaft, den besseren Kader als Bayern. Das darf man ja, ich sage es gerne laut, weil meine Aversion gegen Bayern ist ja bekannt. Aber ja, das blutet mir ja selbst das Herz heute noch. Ja, uns auch. Aber gut, ist halt so, wir können es jetzt leider nicht mehr ändern. Ich denke, wir sollten jetzt vielleicht mal, aber wir haben ja gerade über Europa gesprochen, dann können wir natürlich auch den Schwung jetzt rübernehmen in die Bewertung für die neue Saison. Ihr dürft jetzt hier nochmal... zu Titeln hier. Hau rein. Ihr habt doch noch zwei Titel gewonnen in den letzten Jahren in Hamburg, also Respekt. Ihr habt doch zweimal die Relegation gewonnen. Und so souverän. Ohne jede Schiebehilfe. Nein, das Thema war jetzt schon gewechselt. Nein, ich bin ja eben nicht zu Wort gekommen. Nein, er ist der Leiter. Ja, aber ich denke, er soll die Chance haben. Aber nur eine Sekunde. Nein, wir haben doch jetzt diese schönen pinken Trikots wieder aufgelegt von dem Europapokal-Triumph. Also wir haben hier oben auf dem Briefkopf stehen einmal Europapokal der Landesmeister, einmal Europapokalsieger der Pokalsieger. Ihr habt dreimal Cheerleader-Meister im Rheinland. Das sind dann eure Leute. Da kann man neidisch werden, ne? Also von daher, ne?
Also, jetzt. Ja, ihr könnt gleich noch Fragen stellen, wenn ihr wollt. Aber wir werden jetzt erstmal über die Platzierung des ersten FC Köln in der neuen Saison sprechen. Es kommt ja die berühmt-berüchtigte Glaskugel. Die Glaskugel. Ihr dürft euch jetzt blamieren oder kassieren. Kassieren werdet ihr ja nichts. Aber blamieren könnt ihr euch. Ihr könnt natürlich auch euch als Experten profilieren. Weil in einem Jahr werden wir das natürlich wieder alles wieder zurückspulen. Ist ja alles aufgezeichnet. Ja, die Platzierung des FC in der neuen Saison. Wer wird Spieler der Saison? Wer wird Torschützenkönig des FCs? Ja, und welcher Spieler kommt noch? Also welcher Spieler noch kommt, das ist ein bisschen viel verlangt. Da ist der Herr Schmattke, ja, wie du gesagt hast, dauernd im Auto unterwegs. Aber der soll lieber in die Stadien gehen. Aus dem Auto sieht er das nicht. Ich würde mich wieder mit Platz 9 vergnügen. Sehr gerne. Würde mir wünschen, dass es attraktivere Heimspiele gibt. Lieber zu Hause zweimal mehr gewinnen und mehr Herzblut reinwerfen, gerade wenn es eng wird. Dann vielleicht mal auswärts nicht das Glück haben, wobei das natürlich auch Qualität war. Es waren noch gute Spiele, aber es wird nicht immer so funktionieren. Also zu Hause ein paar Erfolgserlebnisse mehr. Und wenn es dann Platz 9 oder 10 wird am Ende, finde ich das völlig in Ordnung. Wer wird FC-Spieler der Saison? Ich darf es ja nicht sagen, sonst fängt er schon wieder an, weil das der Nächste ist, dem ich irgendwie mehr zutraue, als er bisher zeigen konnte. Dann ist es Simon Zoller, der, den ich deswegen, ich will es auch einfach, kann man ja mal drauf achten, der hat sein Leben lang als zweite Spitze im Sturm Zentrum gespielt. Bei Köln muss er eigentlich immer rechts spielen und das verstehe ich nicht. Er kriegt seltenst die Chance, wir erinnern uns, vor Weihnachten gegen Dortmund. Da hat er im Zentrum gespielt, da hat er getroffen. Er ist mit 6 Toren der zweitbeste Schütze. Bei mir würde er, so wie mit Ubisu in Kaiserslautern, im Sturmzentrum rund um Modest spielen. Ich glaube, dass der einen super Abschluss hat, eine Explosivität, wenn ihm der Ball runterfällt. Ich glaube, dass es ein Spieler wäre, der sich sehr weiterentwickeln kann. Alles festgehalten. Wir werden das natürlich überprüfen am Ende der Saison. Ja, Falco, deine Einschätzungen sind gefragt. Ja, das ist schwer, was das bei so geballter Kompetenz. Ja, da kann man nur der Schiedsrichter. Also kann man nur verlieren. Ne? Klar, ich wohne seit einem Jahr wieder hier. Ich bin öfter mal im Stadion. Ich bin kein Berliner mehr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich auch freuen über attraktive Spiele. Ich würde mich freuen, wenn man mal wirklich das Publikum mitnimmt, weil wie euphorisch das Publikum sein kann, haben wir oft genug erlebt. Und deswegen das mal so als Dauerschleife hinzukriegen, wäre natürlich eine tolle Sache. Dazu gehört natürlich auch, dass du den Gegner mal richtig unter Druck setzt, dass du ihn mal richtig angreifst, dass du sicherlich auch mal ein bisschen mehr Risiko spielst. Und das wäre ein großer Wunsch. Wenn die Platzierung dabei jetzt am Ende wieder so ähnlich sein wird, bin ich auch zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, der FC ist zu stark, als dass man jetzt wirklich seriös in Abstiegsnöte kommen sollte. Und von daher wäre es natürlich wichtig, dass man diese Saison nutzt, um auch stabiler zu werden noch, sich weiterzuentwickeln. Spieler der Saison, ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte mich da nicht festlegen, weil da sind schon eine ganze Menge guter Spieler. Ich würde ganz gerne sagen, wer nicht Spieler der Saison werden sollte, das sollte Horn werden, weil dann heißt es, dass er Ruhe hatte. Ah, okay. Verstehe. Thomas ist ein sehr guter Tipper. Jetzt bin ich gespannt. Er tippt immer gut. Ja, letztes Jahr, glaube ich, war ich ganz gut, ne, mit dem Saisonplatzierung. Genau. Also ich sage Platz 9 oder 10, also ich lege mich jetzt auf 2 Positionen fest. Spieler der Saison würde ich jetzt 2 nennen oder ich könnte es mir vorstellen. Ich war ein ganz großer Kritiker in der letzten Hinrunde von Sørensen, weil ich das gar nicht verstanden habe, wie viele Patzer der sich leisten konnte. Komischerweise hat er dann in der Rückrunde, also teilweise auf anderer Position war, hat er wirklich gezeigt, dass er was kann. Also von dem erwarte ich mir was. Und wenn das, was ich sage, Platz 9 oder 10 und vielleicht noch ein bisschen attraktiveres Spiel zu Rande kommt, dann muss Bittencourt oder Jujic, einer von beiden, muss nochmal einen Schritt machen. Ich traue es tatsächlich Bittencourt dann eher zu. Wird mich freuen, weil er anscheinend auch jetzt so ein bisschen, ich habe das Gefühl, er rückt auch, er ist nicht mehr so die Sache Lotri, sondern er ist sich auch darüber bewusst, dass er was bringen muss. Also den würde ich als Spieler der Saison dann im Offensivbereich sehen. Und du hast A, B, C und D. Ich bin Alzheimer, was soll ich sonst noch sagen? FC Torschützenkönig und welcher Spieler noch kommt? Achso, welcher Spieler noch kommt, kann ich nicht sagen. Ja, und die meisten Tore, also ich denke, wenn man Modest sagt, dann kann man jetzt wahrscheinlich nicht viel Geld verlieren.
Aber ich, vielleicht würde ich sogar meinem Vorbild, Markus Höhne, denn ich war damals Praktikant, da war er schon eine ganz große Nummer bei Sat.1. Dann ist der mit einem Wagen vorgefahren in Hamburg. Der wurde mit einer Sänfte ins Zelt reingetragen. Dann hatte ich das Gefühl teilweise, dass der Kopierer ihm mehr gesagt hat als ich, weil ich war so ein Bauer aus der Eifel, aber er war immer sehr nett, das muss ich auch ganz klar sagen. Was heißt er war? Ich habe sehr viel von ihm gelernt. Ich schätze seinen Fußballfachverstand. Das wollte ich jetzt eigentlich nochmal sagen, vor lauter Lose. Er hat eben irgendwas. Achso, mit Zoller, ganz genau. Ja, das war klar. Nee. Du hast vollkommen recht. Vielleicht in der Position ein bisschen zentraler. Er hat 6 Tore gemacht in der Position, die ihm eigentlich nicht liegt. Das würde dem FC auch gut tun. Ich sehe ihn jetzt nicht als den geborenen Torjäger eigentlich, aber er ist jemand, der ein Element reinbringt, was beim FC nicht übermäßig vorhanden ist. Schnelligkeit. Ne? Genau, also, Markus, ich muss sagen, heute kein Krieg. Ich möchte einfach Freundschaft mit dir schließen. Oh. Gleich bei den Kölsch noch besiegen, also kein Thema. Ja, ich denke, wir könnten ja natürlich noch stundenlang weiterreden, aber irgendwann ist dann halt auch mal Feierabend und ich denke, dieser ist jetzt erreicht. Wir machen jetzt hier einen kleinen Strich und werden dann natürlich in absehbarer Zeit weiter diskutieren über den ersten FC Köln. Für heute habe ich mich zu bedanken. Bevor ich das aber tue, möchte ich aber noch mal darauf hinweisen, man hat es ja vielleicht schon gesehen, der Stefan, ein wirklich bekanntes Mitglied aus der FC-Familie, dem geht es wirklich nicht gut, der kämpft gerade ziemlich stark mit seiner Gesundheit und vor allen Dingen gegen eine schwere Krankheit. Und ich glaube, täte ihm bestimmt gut, weil ich weiß, dass er das gucken wird, wenn ihr ihm einen kleinen aufmunternden Applaus mitgeben würdet. Stefan, wir glauben an dich, dass du die Krankheit besiegst. Du schaffst das. Wir denken an dich. Das nehmen wir jetzt einfach mal mit und dann werden wir selbstverständlich weitermachen. Es geht natürlich weiter mit dem FC-Stammtisch. Nächster Termin wird am 29.08. sein, nach dem ersten Heimspiel gegen Darmstadt 98 oder soll ich sagen, nach dem Heimsieg gegen Darmstadt 98. Und dann werden wir weiter diskutieren, woran es gelegen hat. Und für heute bedanke ich mich bei Falco Götz, bei Thomas Wagner und natürlich auch bei Markus Höhner. Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal. Alles gut und tschüss zusammen. Ciao.